Top 10 lädt dich heute ein, bei 10 komischen Hochzeitstraditionen dabei zu sein. Nummer 10, die javanische Hochzeit. Auf dieser indonesischen Insel müssen Paare traditionell eine Hochzeitsgebühr zahlen. Soweit ja noch nichts Besonderes. Diese Gebühr besteht jedoch aus 25 Rattenschwänzen. Und jetzt kommt's, die Scheidung kostet gleich 40 Rattenschwänze. Nummer 9, die Tuya-Hochzeit. Die Tuya sind ein chinesisches Volk und sie glauben, dass die Braut einen Monat vor der Hochzeit täglich eine Stunde weinen muss. Aber die Hochzeit ist doch so etwas Schönes, Leute. Hinzu kommt noch, alle Frauen aus der Familie müssen mitmachen. Dann weinen alle jeden Tag eine Stunde zusammen. Ja. Nummer 8, die indonesische Hochzeit. Bei den indonesischen Tidong-Völkern werden die Paare 3 Tage vor der Hochzeit in ihrem Haus eingesperrt und dürfen nicht einmal die Toilette benutzen. Man ist der Meinung, dass auf diese Weise der Nachwuchs gesund sein wird. Was für ein Quatsch. Nummer 7, die südkoreanische Hochzeit. In Südkorea gibt es einen Brauch, der nennt sich Balaka. Das glaubt ihr niemals, was da passiert. Hier werden nach der Hochzeit die Füße der Männer mit stinkenden Fischen geschlagen. Danach sind die Füße bestimmt platt wie eine Flonder. Nummer 6, die Dawu-Hochzeit. Dawu ist ein Gebiet in China und hier praktiziert man Haruspexi. Dabei wird so ein süßes Küken aufgeschnitten und dessen Leber untersucht. Anhand der Leber kann der Experte dann feststellen, ob die Ehe erfolgreich sein wird und auch gleich noch einen Termin für die Hochzeit machen. Nummer 5, die schottische Hochzeit. Bei den Schotten hat das Einschwärzen der Braut Tradition. Dabei wird die Braut mit Fischen und verdorbenen Eiern eingeschmiert. Ist wohl mehr so ein Gag, um die Braut schon mal auf die anstrengenden Hochzeitstage vorzubereiten. Danach überlegt sie es bestimmt nochmal. Nummer 4, die französisch-polynesische Hochzeit. Die Familie der Braut und ein Stamm von Polynesiern bildet einen menschlichen Teppich. Über den läuft dann der Bräutigam bis zum Haus der Braut. Bestimmt sehr schmerzhaft für alle, wenn der Bräutigam Übergewicht hat. Nummer 3, die Nuer-Hochzeit. Beim afrikanischen Nuer-Stamm können Männer als Ersatz für ihre toten Brüder heiraten. Kinder des Paares werden dann auch automatisch als Nachfolger des Verstorbenen angesehen, okay? Nummer 2, die altfranzösische Hochzeit. Die Leute versammeln sich vor dem Haus des neu verheirateten Paares und schlagen mit Töpfen und Pfannen herum, um einen Drink zu bekommen. Wenn sie nicht hereingelassen werden, wird der Bräutigam kurzerhand auf einem Pferd gekidnappt und irgendwo im Nirgendwo zurückgelassen. Und wir kommen zu Nummer 1, die indische Manglik-Hochzeit. In Indien gibt es den Aberglaube, dass Frauen, die während einer bestimmten Planetenkonstellation geboren wurden, nicht heiraten sollten. Sie können jedoch den Fluch brechen, indem sie einen Baum heiraten. Ja, der kann wenigstens nicht abhauen. Das war's. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Das Abo ist natürlich kostenlos. Links gibt's den letzten Top 10 Clip und du solltest unbedingt bei Achtung Promis vorbeischauen und abonnieren, denn da gibt's auch interessante Top-Listen mit mir. Danke und auf Wiedersehen.